Und jetzt nochmal. So, gut, das erste Mal wird ja gar nicht mitkriegen. Es ist mein zweiter Versuch, jetzt ein Video zu machen. Also, ich musste jetzt eben gerade nochmal in schnell einer Mitspieler helfen. Deswegen bin ich jetzt auch gerade nochmal in Kreativmodus, um schnell meinen Startort zu wechseln. Ich habe ihn mal zu einem bestimmten Punkt teleportiert, damit er sein Zuhause wieder findet. Also, das kann man ja mal eben machen. So. Achso, hier gar nicht schweben geben brauchen, weil ich muss ja eh hier wieder runter und weiter. Turbo. Deswegen schwebe ich jetzt noch einmal schnell durch den Tunnel. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen sehen, was wir alles schon gegraben haben. Und das hier alles tatsächlich gegraben. Das hier ist alles tatsächlich gegraben worden. So, und jetzt hier so, glaube ich, hier so fängt der Bereich an, wo wir uns den Weg dann freigesprengt haben. Bin mir nicht sicher. Nee, da, hier, nee, kann nicht sein, weil hier Stufen sind. Das kann nicht sein. Da war hier noch normal gegraben. Da haben wir so ein paar Sachen ausweichen müssen. Ah, ja, hier geht's los. Dann da so, da hinten jetzt hier ist so der Bereich, der gesprengt wurde. Die ändert sich auch so ein bisschen die Steinform. Könnt ihr ein bisschen sehen, was wir geschafft haben. Aber das hier ist alles wieder konventionell gebaut, also keine Sorge. Nur hier, das hier, wie ihr seht, dieser Weg hier, der komplette Weg ist hier gesprengt worden in Kreativmodus, Entschuldigung. Das musste ich machen, weil ja, wie gesagt, durch den Serverwechsel und den vorigen Crash des alten Servers, der leider von Support nicht wiederhergestellt wurde, geschweige denn, dass sie überhaupt auf meine Support-Anfrage reagiert haben. Ja, haben wir dann spontan den Server, das Spiel, die Speicherung des Spiels zum anderen Server gebracht und haben den alten gekündigt. Und ja, das, leider war die Speicherung von Januar und so, oder ihr kennt die Geschichte schon, habe ich glaube ich schon erzählt. Und heute, also ich muss wieder meinen Kreativmodus ausschalten, so, Game Mode. Null. So. So. Das schreibe ich mal. So. So. So, okay, haben wir uns bei denen abgemeldet, also wir können jetzt nicht nochmal helfen gehen. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie man ein Schild craftet. Weiß das einer von euch? Ich habe da überhaupt keine Ahnung, wie man ein Schild craftet. Das ist nicht meine Kiste. Ich würde jetzt gerne mal ein Schild craften, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich würde nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, vielleicht muss er ein normales Holz haben. Habe ich noch ein normales Holz hier? Also, kein normales Holz. So, ich schaue nochmal auf die Uhr. So, okay. Heute ist schon wieder Sonntag und ich kann wieder nicht so lange machen. Das ist echt kacke. So, wo gehen wir denn am besten runter? Ich hätte gerne noch ein Schild gemacht. Es ärgert mich echt, dass ich kein Schild machen kann. So, okay. Es muss ohne Schild gehen. Wir haben hier Rüstung, ist fett soweit. Ich gehe mal gucken, ob wir hier... Okay, jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Ich bin wieder in den normalen... Ja, mal gucken, wie hier rein. Aber hier geht's aufwärts. Ich muss ja nach unten erstmal und nicht aufwärts. Okay, hier sind wir schon mal bei Minen. Ist ja nicht was unbedingt, ist ja nicht was ganz Verkehrtes. Und dann gehen wir uns da schon mal das Holz so holen. So. Zack, zack. Wir haben nur Stiegis bei mir, aber kann das. Und sonst nehmen wir auch mit. Ja, so, einfach weil wir es können. Mach ich auch weg. Ah, da waren wir schon überall hinten, wie ihr seht. Werden wir es auch nicht weiter verfolgen. Da ist das Dach von unserem Tunnel. Ja, weil es hier eben halt schon ein gesprengter Bereich war, ne? Okay. Hoppla. Wir werden das hier auch mal runterholen, das Holz. Ist ein bisschen doof aus, ne? So schwebende Balken hier rumhängen. Das gefällt mir nicht so. Okay. Musik ist passend. Ole. Sollen wir übernehmen? Was wir? Ist nichts. Hier haben wir auch schon alles geplündert.
spielen wir irgendwas weg. Stört mich nachher nur in Gefahrensituationen, ist das sehr unangenehm. Das haben wir. Und dann spielen Spawner. Und da hinten ist nichts weiter. Ne, da hinten ist nichts weiter. Okay. Da haben wir diesen Bereich hier schon mal weitgehend geplündert, aber das ist ja auch nicht das, was wir unbedingt suchen wollten. Wir müssen erstmal sehen, dass wir tiefer kommen, ne? Ich muss hier mal einfach mit. Das ist irgendwie zwanghaft. Mhm. So. Oh, dass er hier gespawnt ist, ja cool. War nicht cool, wie man sieht. Man sehen will, ne? Sehr frech. Was spawnt er hier? Ich hätte nicht erwartet, dass er hier drin hier spawnt. Ich hätte doch da hinten spawnen müssen. Also hier hinter spawnen müssen. Wenn wir kurz reinduschen. Ist alles voll mit Spinnen. Oder wir machen das kaputt. Komm, wir machen es kaputt. Hey. So. Wir machen das einfach kaputt und dann hauen wir hier die Spinnenweben weg. Gucken, was wir hier in den Tunnel finden. Ja gut, anders ich gleich jetzt mal für eine Fressgier leide oder wie es auch mal heißt. Gerade losgelatscht und muss schon fressen. Ne? Hm. So, machen wir die Spinnenweben mal hier weg. Da kommen wir auch in einen Bereich, den wir noch nicht waren. Und so eine Fackel hin und. Hm. So, hier habe ich irgendwas vergessen. Wir lassen hier kein Holz liegen. Weil wir brauchen viel Holz noch. Habe ich da was liegen lassen? Ja. Schnapperei. So. Da ist noch ein Spawner. Und dann verdammt viele Spinnspawner. Aber hier ist so hell erleuchtet, es dürfte eigentlich nichts spawnen. Haben wir gleich noch zu. Mhm, guck mal, Suselöchchen. So, mal sehen wir, ich habe die Fackeln, ich muss mir überlegen, wie ich die Fackeln jetzt. Ja, das Problem ist, dass hier überall schon Fackeln angebaut waren. Irgendwo ist ja noch eine Scheißspinne. Mal überlegen, hier ist noch Eisen. Wo ich jetzt kam. Von da kam ich nicht. Hm, das ist echt ein Problem, dass hier schon über Wildfackeln gesetzt sind. Und dann habe ich überhaupt keine Orientierungsmöglichkeit. Also es ist echt schlimm, hier wieder rauszukommen. Fackeln total falsch sind. Also ich setze die Fackeln immer rechts hin. So, die Decke mal in die Höhe. Ich finde es schrecklich eingeengt. Und gleich wieder Spiel verlassen, das macht nichts. Oh, hopp. Hopp, hopp, hopp. Alles mit. Mhm. Mal töten. Vorher er Hilfe rufen kann. Schepp, schepp. So. So läuft mir den Raum mal schnell. Oh, ist ja hier voller Kram hier. Fahren wir mal weg. Einfach um hier Übersicht zu haben. Und mal fahren wir. Damit nichts übersehen. Oh, da haben wir Eisen an der Wand. Ah, die Fledermaus. Was habe ich da was in der Sicht an Augenwinkel? Okay. So, machen wir Licht. Und hier machen wir auch Licht. So. Ich mach die Fackel mal rechts hin. Hm. Unzählige Geräusche von Monster. Das wird echt schlimm werden. Das wird echt schlimm werden, Leute.
Jetzt natürlich keine Steine abbauen. Hallo, da bist du ja. Hey, hier gibt's hier Schläge. Warte, Schläge. Schnell. Schnapp. Ah, Spinnweben. Das meine ich damit, die Nerven. Da oben geht's auch noch weiter. Hm. Natürlich. Den bedrohlich hier. Und Spinnen sind ja nicht, wer das. Da muss schon Spinnen spawnen, wahrscheinlich, wenn du kennst. Sehr schlecht, ne? Gleise mit, wir brauchen viele Gleise. Noch das Holz mit. Die montieren die Höhlen total, ja. So. Falsch. So. Das nehmen wir alles mit. Eine Spinne, verdammt. Kann ich die da hinterhauen? Nee. Warte mal. Hallo? Na, du bist aber hässlich. Komm zu mir. Ja, will sie hier durchquetschen. Ne? Und die Spinne schnappen wir uns auch. Die kann ja nicht vorbei, ne? Interessant. So. Fackel rechts. Fackel rechts. Genau, es geht in die Tiefe, das ist gut. Es geht noch tiefer. Und jetzt noch hier eine Menge Holz. Da waren wir auch schon mal. Haben wir es hochgebaut, okay. Und hier geht es auch weiter. Ah, das war auch wieder einer. Hallo? Mal schön mal tot und Skeletto. Hallo. Zu mir. So. Licht. Okay. Ist sonst nichts weiter. Und dann ist noch ein Skelett. Ja, ein Zombie. Hm. Ich werde schon runter wegen den ganzen Spinnenweben, die ich weggehackt habe. Deswegen sammle ich auch reichlich Holz, damit ich mir meine Waffen selber machen kann. So. Ne, das ist ein Kampf hier in Spinnerzellen bleibe. Machen wir es mal weg. Die Kohle will ich haben. Verdammt viel Kohle hier. Und hier haben wir keine Rucksäcke, hier gibt es sowas nicht. Das ist nur als Mod. Aber nicht. Hier haben wir keine Mods drauf. Das ist pure Mannekraft. Ja, so. So. Okay, nehmen wir mal alles mit hier. Ich bin schon wieder hungrig. Mann. Sag ja, das ist total verfressen hier, mein Charakter. Passt ja richtig, eigentlich. Bin eigentlich genauso verfressen. So. Wieder hoch. Den muss ich mal töten. Hier, der hängt fest. Ich helfe dir mal. Hey, du kannst ja trotzdem hauen. Du Arsch. Stirb jetzt. So. Noch einer, ich hör's. Und ein scheiß kleines Viech noch. Die
Kleinen sind am schlimmsten, finde ich. Diese kleinen Zombies. Zwerge. Zwergzombies. Hm. Ist egal. Ah, das ist das erste, ja. Hm. So, nehmen wir das hier mal ab, das Holz hier. So. Mann, Lärm hier. Berge von Viech, erstmal das weg, weil das vielleicht ein Fehler ist. Weil es mir eigentlich sehr gut geholfen hat, aber hier unten ist Eisen. Sieht man Eisen. Sieht man Eisen. Na wird. Oh, aua, 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 aua. Das ist ein Scheißviech, das ist ein Scheißviech. Ah. Hier wieder Schaden zufügen, du alter Schwede. Wie richtig nicht Schaden an die Viecher hier. Weil wie er mich hochschießt. Dieses blöde Mistviech. Hm? Sollen wir schon wieder was essen? Echt schlimm. Oh, oh, oh. So. Ah. Stimmt schon. Aber was ich vergessen habe, ist ein Eimer Wasser mitzunehmen. Idiot. Ah, zu viele. Zu viele, zu viele, zu viele. Ah. Ah, ich wollte ja eben schnell was hinbauen, das hat nicht geklappt. Oh Mann, das ist viel heftig. Oh. Oh. Bin ich geschafft, ist das anstrengend. So. So. Geht's da irgendwie weiter, das klingt so. Jo, natürlich geht's da weiter. Jetzt sind nass sein sollen. Hm. Oh mein Gott. Puh. Oh, da sind wir da nicht voll. So, dann wollen wir keine Sorgen machen. Da ist Lava, das machen wir mal zu. Nicht, dass wir uns hier verletzen. Oh. Ich weiß nicht, wo die Lava herkommt. Das ist mein Problem. Mal gucken. Ich muss das Loch zukriegen, wo es herkommt. Boah. Komm ich auch nicht hoch. Hier ist immer noch eine scheiß Klotz im Weg. So. Da war ich schon. Da war ich schon. Aber ich wollte das Eisen hier haben. Habe ich denn eigentlich das Eisen geholt? Huch, ist dunkel jetzt. Das ist nicht so gut. Fackeln rechts. So. Na, verdammt, da kam ich ja. So. So. Ich hab mal echt einen Stress. Jetzt kommen sie nämlich in Horden an, die Zombies. Wenn sie einen entdeckt haben, dann kommen sie echt in Horden an. Das ist echt schlimm immer. Geht's hier irgendwie weiter? Hoch. Hören wir mal dazu, dass ich da runterplumpsen soll. So, denkbar schlecht. Nee, hier kommt keine Mine mehr, ne? Nein. Kommt nichts mehr. Oh, ich höre noch was. Aber hier ist nichts mehr. Okay, alles klar. Hier ist alles gut. Jetzt haben wir genug fast. So.
was Eisen. Da. Das nehmen wir natürlich mit. Sehr gut, klar. Aber wir sind noch tiefer. Da kommen wir nicht dran vorbei, glaube ich. So, hier haben wir schon erforscht. Hier waren wir überall schon. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht unten. Die Fackel ist jetzt nicht falsch angebaut. Ist wahrscheinlich auch nicht von mir angebaut. Ich baue die Fackel mal rechts hin. Machen wir erstmal hier ein bisschen Licht, bevor wir Ressourcen krapschen gehen hier. So, okay. Wo muss ich nochmal die Kohle hier ab? Aber ich muss mir mein Schwert reparieren. Warte mal, Schwert tauschen. So. Nicht, dass er während des Kampfes kaputt geht, ne? Das wollen wir nicht. Wassereimer, ich bin dem Wassereimer vergessen, so eine Scheiße. Crafting Table habe ich auch nicht mitgenommen, ne? Nee, natürlich nicht. Machen wir mal eben schnell ein. Eine in der Tasche habe. So. Und dann baue ich mir auch gleich einen Eimer. Mit Eisen habe ich mit, ja. Eisen habe ich mit. Ich baue mir eben schnell einen Eimer. Dann gucken wir mal, ob wir unterwegs Wasser finden. Dann machen wir uns mal. Ich weiß gar nicht, wie war ein Eimer so. Genau. Dass wir einen Eimer am Start haben. Das war jetzt echt nachlässig von mir, das nicht mitzunehmen. So. Okay. Moment mal. Achso, ja, von da kam ich. Ist richtig. Von da kam ich ja. Richtig. Alles gut. War ein bisschen desorientiert. So, dann holen wir uns das mal alles weg hier. Oh. Jetzt hier wieder aufwärts. So. Hm. Jo. Was nehmen wir uns mit? Da haben wir noch Kohle. Ich will nach unten. Und dieser Weg führt uns nach unten. Also ist das ja schon mal der richtige Weg. Von da gekommen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Die Fackeln sind da rechts. Das sind von mir Fackeln. Glaube ich. Nehmen wir die Kohle noch mit? Wenn wir eine Kohle noch mitkommen. Ja, kann man ja machen. Oh. Kohle nehmen wir mit. Ist ein bisschen ruhiger geworden wieder, ne? Zombiehorn sind erstmal weg. Das ist sehr gut. Komische Konstruktion hier. Und das Holz nehmen wir mit. Ob wir es können. Und das können wir nicht stehen lassen. Das ist einfach nicht aus und fehlt der Block hier. Okay, das war Kohle. Mitnehmen. Und fangen wir mal rechts setzen hier ab. Und ist ja noch kein Wasser gefunden, ne? Und da ist ein dicker Lavasee. Das ist natürlich scheiße. So. Haben wir halb wieder aufgesammelt. Na gut. Machen wir hier mal ein bisschen zu. Man kann heiße Füße kriegen, das mögen wir nicht. So. Oh, dunkel. Dunkel mögen wir auch nicht. So. Okay, dann können wir uns das Eisen holen hier. Oh, was ist anders mit der Musik hier jetzt? Ganz schlecht. Hey, Redstone, das ist cool. Redstone sind wir auch auf der richtigen Ebene, um Diamanten zu finden, oder? Hm? Hier ist Eisen nochmal. Ah, okay, ja, das ist unser Dustin wieder. Boah, bin ich da reingelaufen? Mann, Konzentration. Wäre ich ja nicht weit gekommen, ne? Wäre schnell gewesen. Immer eine Stunde rum und schon tot.
Ganz tolle Wurst. So. Das muss ja nicht sein. Da stehe ich nicht so drauf. Schon bei dir jemanden abgrasen möchte ich schon. So. Aber das ist hier nichts, ne? Da ist noch Eisen. Das können wir mitnehmen. Ja, also auf diese Ebene muss man ein bisschen gucken gehen, ob man da jemanden findet. Also muss ich auch tiefer gehen. Finde ich eine Höhle, die noch tiefer geht. Also hier sieht es nicht so aus, als wenn wir hier was finden werden. Aber Redstone dafür. Hm. Redstone ist auch nicht ganz verkehrt. So. Und ich wundere, warum ich eine Kiste mitgenommen habe. Das sind für Sachen, die mir jetzt nicht wichtig sind, aber die ich auch trotzdem nicht wegwerfen möchte, weil wir viel Material für den Tunnelbau noch brauchen. Hm. So. Oh. Wenn der ganze Kram nicht runterfällt. Hopp. So. Schön. Okay, viel Kohle, das ist gut. Brauchen wir auch. Was geschrieben, wieder zurückschreiben. Ja. Okay. So, ist klar. Da sind wir schon voll oder was ist los? Oh, da ist wir schon voll. Fängt gut an. Hier kommt die Kiste schon mal rein. Was soll denn erstmal? Ne, es war anders. Brauchen wir das hier kurz? So. Und dann. Machen wir die Kohle schon mal zu großen Blöcken. Man hat schon schnell die Taschen voll hier, ne? Das ging echt schnell. Das ging wirklich schnell. Haben wir auch nicht so viel Platz gebracht, ne? Irgendwie gar nichts. Hier Knochen können wir abwerfen hier. So. Okay, und das muss ich auch wieder mitnehmen. Natürlich, das reicht die Werkzeugung dafür. So. So, da war noch Platz. Okay. Na, ja, jetzt schon ziemlich voll gemüllt jetzt. Wir haben die noch hier oben. Ich will hier unten bleiben. Ah, hier ist ja schon alles erforscht. Da waren wir ja schon. Mist. Ja, hier waren wir aber schon. Geht es hier irgendwo tiefer? Habe ich irgendwas vergessen? Nein, hier ist alles fertig. Hm. Wir haben schon alles geplündert. Ich hätte mir einen anderen Tunnelgang aussuchen sollen, ne? Da kam ich. Mhm. Hier habe ich noch Eisen vergessen, sehe ich gerade. Und da geht es noch hoch. Das bringt mich hier aber wirklich weiter. Und ich? Hier unten waren wir schon. Ja, hier unten waren wir schon. Jetzt sind wir wieder hier hoch. Gucken, ob wir vielleicht einen anderen Weg nach unten finden. Die Kohle nehmen wir mit hier. Hier wieder Monster in der Nähe. Ist ja genau, wieder rumgestöhne hier wieder. Kommen sie gleich wieder zu 10-facht angelaufen. So. Gehen wir wieder hoch. Das Holz hier nehmen wir mit. Oh, da waren wir noch nicht, oder? Ah, hier oben ist Wasser. Nebenbei erwähnt. Ich brauche das Wasser, oder? Haben wir doch so, ne?
warmes Wasser. Wasser. Oder kriege ich trocken. Ich werde keine nassen Füße kriegen. So. Da nicht. Noch nichts, hä? So. Wahrscheinlich war ich hier oben schon. Hier war ich irgendwann schon mal. Na, ich brauche mal so meinen Eimer. Zahn, immer Eimerzahn nehmen. So. Oh, wo ist das Wasser? Komm schon, ich brauche das Wasser. Hä? So. Schon sagen, da haut noch was nicht hin. So. Von rechts hin und. Von wo kam ich? Von hier. Hier geht's ab jetzt. So, ich weiß, wo ich herkomme. So. Lalala. Kohle mitnehmen. Rechts hin, rechts hin, rechts hin, hier erstmal. Und nehmen wir die Kohle mit. Ja, gutes Werkzeug dafür. Hey, her damit. So. Ja, ich habe gerade keine großen Themen, mit denen ich euch voll schwafen kann. Was hättet ihr denn gern? Bisschen Politik. Ah, wenn das da rauskommt, ist wahrscheinlich schon alles Geschichte. Schon wieder haben sich schon wieder alle geeinigt und sind wieder nett. Beste Freunde. Vielleicht. Ja, mir fehlt jetzt gerade so ein bisschen Erdogan. Erdogan? Erdogan. Wie spricht man ihn aus? Ich höre was. Erdogan. Erdogan. Erdogan? Naja. Der türkische Präsident oder Ministerpräsident? Nee, Präsident. Naja. Moment haben sie hier tierisch Stress mit den Niederländern. Die Niederländer haben halt die Einreise des Diplomaten, da, wie heißt er? Weiß ich noch nicht. Untersagt. Und das hat er wohl zu reichlich. Ich will das mitnehmen. Wo machen das jetzt? Achso, pass auf. Ich muss es irgendwo hinstellen. Ich stelle mal eine Kiste ab. Wo ich es dann wiederfinde. Ach ja, so. Pass auf, Kiste, 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 Kiste. Stellen wir hier ab. Hopp. Und dann schmeißen wir das nicht rein. Schmeißen wir Kies rein zum Beispiel. Und wir schmeißen da Gammelfleisch. Die Augen schmeißen wir rein. Steine, nicht alle. Das wollen wir. Wir brauchen so ein bisschen Steine zu rüberbauen. Das sind diese hier. Und Feuerstein brauchen wir nicht. Knochen brauchen wir jetzt nicht so dringend. Wertvolle Sachen versuche ich bei mir zu behalten. Die mir so persönlich wertvoll sind. So, okay, dann haben wir alles. Haben wir das abgeworfen und die brauchen wir jetzt mal zum meine Brücken bauen oder so. Hier Zäune brauchen wir auch nicht so dringend. So, die können wir auch hier ablegen. Na. Gleise schon, die sind teuer im Prinzip von der Produktion, deswegen behalte ich die erstmal. So, wir können uns ja nochmal nur für seine Kiste bauen. So, zack. Na, oh. Zur Übersichtlichkeit mache ich jetzt mal hier weg. Ich finde das immer sehr irritiert, wenn da so die Decke so niedrig ist. So. So, ups, wo geht das denn hier runter? Achso, ich bin hier hochgegangen, ne? Jupp, hier bin ich hochgegangen. Deswegen sind auch hier die Fackeln. So. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Weiß ich noch nicht so genau, ne? Das lassen wir so. Wir fangen rechts, rechts, rechts. Habe ich das gemacht schon? Ja. Jo. Ah, genau. Das wollte ich mir nicht. Kohle. Gucken wir mal, ob hier was Schönes ist. Die Fackel hier rechts hin. Zack. Ich höre sie. Da. Ich hab's geahnt. Da geht's weiter. Hier geht's weiter. Machen wir die Sicht ein bisschen größer. So. Guck
Cool. Alles klar. Ne? Den Weg hier wieder finde. Okay. Ist er dicht dran? Wie das hier? So. Und das Wasser machen wir auch raus. So. Der Zaun überlebt wahrscheinlich nur, weil das Wasser geschützt hat. So, bevor es hier dunkel wird, machen wir hier Licht hin. Und hier haben wir eine Kiste gefunden. Och, leise. Leise mitnehmen. Und ein goldener Apfel, das ist sehr gut. Was haben wir? Rote Biete. Rote Biete ist auch wertvoll. Sehr gut. Den goldenen Apfel sollte ich mir vielleicht irgendwie. Bogen komme ich so nicht so oft zum Einsatz. Komme ich nicht so oft zum Einsatz. So. Und dann machen wir hier mal. Die Kiste nehmen wir mit. Das nehmen wir natürlich mit. Das ist ja. Ist ja wohl klar. So. Dann haben wir nochmal eine Kiste zum Abstellen für Ramsch. Mach hier mal Weg frei. Liebe Ordnung. Das ist Chaos. Ich hasse Chaos. So. Okay. Gehen wir erstmal hier lang. Das Eisen. Und ja, na super. Okay. Räumen wir hier erstmal auf. Spinnen wir ihn weg. So, und holen das Eisen aus der Wand. So, her damit. Ja, Erdogan. Das ist ein merkwürdiger Mensch. Also von meiner Sicht verhält er sich als alles andere als demokratisch. Also das ist von meiner Sicht. Das ist jedem ja selbst überlassen, wie er das sieht. Ich will mich da auch kein meine politische Ansicht aufzwingen. Ne? Also von meiner Sicht ist er halt einfach nicht. Er verhält sich nicht besonders demokratisch, ja. Also, er verhält sich eher einer, der einfach die absolute Macht haben möchte. Und irgendwie gibt ihnen das sein Volk auch. Okay, das Volk kann natürlich klar selber darüber entscheiden, wenn es so mag. Aber ich weiß es nicht. So auf lange Sicht, ich denke mal, wird ihnen das nicht mehr schmecken, glaube ich. Ich glaube, das wird ein Problem geben. Aber dann ist es zu spät. Dann hat der gute Mann so viel Macht, dass er keiner mehr was sagen kann. Ich meine, das ist ja schon schlimm, dass er ausländische Gäste da nichts sagen mögen, weil sie Angst haben, dann inhaftiert zu werden. Das finde ich schon sehr geil. Bisher ist aber glaube ich nicht vorgekommen, ist außer der eine Reporter, der die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft hat. Er hat natürlich die Arschkarte, weil die behandeln ihn natürlich als türkischen Staatsbürger dann und nicht als Deutschen. Ich glaube, als Deutschen hätten sie wohl nicht eingesperrt. Erstmal nicht. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Das kann sich jetzt alles ändern. Jetzt, wo die Niederlande die Türkei ordentlich beigesetzt hat. Ja. Die sind da nicht zimperlich gewesen, haben da die Diplomaten eben halt direkt ausgewiesen. Beziehungsweise nicht landen lassen und hoch. Und die eine mit dem Auto, was war das für eine? Was war die? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich kann mir solche Sachen schlecht merken. Einfach. Ich kann mir sowas schlecht merken. So. Das müssen wir irgendwie zumachen, ne? Aber ich glaube, es kommt von oben. Das kann ich gar nicht zumachen. Das Wasser kommt von oben. Ich muss das mal genauer eruieren, wo das Wasser herkommt. Huch. Schwimmen, 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 schwimmen. Ich muss nach oben, ich muss rausfinden, wo das Wasser herkommt. Schwimmen, da ist das Wasser her. Ah, ich krieg's nicht hin. So. Heute direkt zugemauert alles. Ich hab da nicht viel sehen können. So. Wir fangen mal rechts, rechts, rechts. Aber hier ist doch nur so ein großer Raum. Und hier geht's runter. Da runter aber ist nichts. Aber da gucken wir trotzdem gleich mal rein. Vielleicht, wenn man ein bisschen gerade buddelt, dass man da vielleicht was findet. Okay. Jo. Huch, da oben ist auch noch was.
Ah, da habe ich das Wasser ja abgegraben, genau. Ne? Genau. Da ist Wasser abgegraben. Oh. Ach ja. Aber wir haben ein Crafting Table. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ah, das steht da. Dann machen wir uns mal schnell ein bisschen Werkzeug. Tuck, 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 tuck. Und dann machen wir uns zwei Äxte. Wenn ich auch zwei machen sollte, wirklich. Ich mach zwei einfach. Scheiß drauf. So. Bauen wir es dann wieder ab. Hopp, und dann geht's hier weiter. Mit. So, zack. Und dann stellen wir uns das Eisen. Oh, ich wollte schon sagen, das war schon alles. Nein, hier ist noch was. So, haben wir. So, haben wir. Hier machen wir das Holz auch weg. Aber von der Übersicht her einfach besser. Das ist am Ende nur so ein großer Raum mit Säulen, ne? Was sein? Oder geht es auch noch weiter? Ja. Okay, also, ja. Wenn ihr irgendein Türke mir zuschauen sollte. Also ich habe jetzt persönlich nichts gegen Türken. Im Gegenteil. Die meisten, die ich kenne, sind total nette Menschen. So. Und ja, gegen Erdogan habe ich leider. Ne, meine persönliche Meinung ist er kein guter Mensch. Und ich glaube nicht, dass er was Gutes für die Türkei möchte, sondern eher was Gutes für sich. Ne? Aber ich kann mich täuschen. Natürlich kann ich mich täuschen. Ne, das wird uns einfach. Die Zukunft wird uns sagen, was kommen wird. Mhm. Ja. So. Mhm. Ne, mein charismatisch und so macht er viel her. So. Das ist nicht so eine Flachpfeife wie so einige europäische Politiker. Ja? Der hat schon Charisma. Also, ich meine, solche Politiker bräuchten wir für Europa, aber eben halt demokratisch orientiert. Aber eben halt mit diesem Biss. Ne? Das mit diesem Biss, diesen Ehrgeiz. Ne? Das finde ich faszinierend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da seine Leute mitreißt entsprechend. Ne? So. Okay, aber ich will das hier mal schnell loswerden, weil ich... wie gesagt, Politik ist immer so eine Sache. Das ist, dann tritt man immer irgendjemanden auf den Schlips. Das möchte ich einfach nicht. Ne, ich habe meine politische Meinung und das ist halt meine politische Meinung und ihr habt eure. Das ist halt völlig okay. Das ist nur mal freie Meinung. So, wahrscheinlich war ich da schon. Jupp, hier war ich schon. Haben wir Kreis gelaufen. Schön. Lassen wir mal stehen. Die Giraffelpilze. Was sind die Pilze eigentlich noch? Und hier ist unser Tunnel wieder. Und da haben wir ein Dach. Huch, wo ist er? Wow. Also hier rausgewunden. Habt ihr es gesehen? So. Okay, den habe ich. Mit dem. Auf dem Dach. Ist da Kohle? Ne, ist Eisen. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mal mit hier. Das nehmen wir alles mit. So. Ach, guck mal, meine Frau schon wieder zurück. Ach, vorbei mit der Ruhe. Pilze, Pilze. Ich muss Pilze mitnehmen. Hm, ich mache mal den Gang frei. So, da ist sie. Hallo. Nö, er hat gar nichts an. Nein, kein Anruf. Hopp, hopp. Das kann ich jetzt gebrauchen. Hier ist nochmal Kohle. Kohle, Kohle. Kohle finde ich gut. Das nehmen wir mit. Ah. Schwer hier Ruhe zu bekommen. Aua, was soll denn das? Sondern ich fühle mich belästigt von euch hier. Geh weg. Hm. Da oben ist auch nochmal das gleiche Problem. So. Mitnehmen.
So. Eingesackt. Alles eingesackt. So. Was auch nochmal Kohle. Ich bin direkt über den Tunnel. Interessant. Aber wo übersehen, ne? Beim Tunnelbau. So. Na, was wird? So. Fertig. Fackeln. Ich brauche neue Fackeln. Habe ich Stickies noch am Start? Jo. Dann machen wir uns mal ein paar Fackeln fertig. Oh, das war schon. Keine Stickies mehr. Hm. Mal interessant, ne? So über den Tunnel zu arbeiten. Aber hier werde ich keine Diamanten finden. So, wo da sind zwar, das ist ganz gut und nett. Aber keine Diamanten. Ich werde hier keine Diamanten finden. Das ist eher kontraproduktiv, ne? Mal hier lang. Das ist so ein Spinnspawner. Die vielleicht vernichten. So, ah, da geht's runter. Oh. Ist auch schon ein Tunnel. Mitnehmen. Was noch mehr? So. Haben wir. So, haben wir. Ist gut. Kohle nehmen wir auch noch mit. Und den Spinnspawner mache ich kaputt. So. Ne? Aua! Scheiße. Muss wieder hoch. Das ist ja alles nichts. Dafür habe ich ja diese Steine hier. Naja, hat gut geklappt. So. Und dann, wenn ich nicht wieder runterfalle, ist so. Ich habe irgendwas gesehen, wo ich hin wollte eben. Irgendwo ging es runter. Ich habe es jetzt verpeilt. Jetzt. Jetzt von hier oben runter. Ja, ich bin von hier oben runter. Irgendwo habe ich da was gesehen, wo ich nochmal lang müsste. Hier fehlen einfach nur Fackeln. Hier waren wir uns schon, ne? Ja, ja, jetzt geht's zum Tunnel. Hier können wir noch Kohle mitnehmen. So. Interessante so. Interessante Sache. Dass man noch direkt über den Tunnel noch fette Ressourcen stehen hat. So. Okay. Da ist auch noch ein Spinnenspawner. Ich bin eher nicht immer sowas dafür, sowas zu erhalten, aber aus Gründen mache ich sie erstmal lieber weg. Da ist noch Eisen, das nehmen wir mit. Und sonst noch irgendwelche Ressourcen hier versteckt. Na, ist hier nix. Nur Eisen hier ein bisschen. Ja. Damit. Noch was essen sollte ich. Was essen? Den goldenen Apfel nicht essen. Der ist noch nicht dran. Fackeln? Nee, Fackeln brauche ich ja. Das so. So, einen kräftigen Teil brauche ich jetzt gerade nicht. Aber was essen muss ich. Was essen. So. Ohne Mampf kein Kampf und solche Sachen, ne? Bisher. Oh. Ich mag immer ungern unter meinen Füßen wegbauen, deswegen mache ich mir immer so eine Plattform, von der aus ich arbeiten kann. Und da wäre möglichst stufenförmig, damit ich wieder hochkomme. Ja, hopp, hopp, hopp. Können wir es auch wieder zuschütten? Hier, das brauchen wir aber nicht. So, fertig. Da ist auch noch Eisen. Habe ich eine Hexe gerade? Ah, eine Hexe. Apfel ist da. Da ist eine Hexe. Stepp, 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 stepp. Mann, ich kann die vier einstecken. Mann, das ist schwer, sie zu töten. Ja, der goldene Apfel hat mich beschützt, ne? Schlimmeren.
Da ist noch ein Skelett, oder? Schutz. Aua. Zack. Das war Lava. Hui. Das hat die Hexe abgeworfen. Langsamkeit habe ich. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier Schönes? Hast du seine Angegen? Der hat nichts Besonderes. Kloster. Ja, super. Ich bin erstmal langsam. Mach nichts, dann nehmen wir erstmal hier die Leise mit. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht großartig kämpfen. So. Packen wir mal rechts hin, natürlich. Ja, halten wir uns dran. Ist da? Kann man da noch was? Nö. Ach, lass das. So, Kohle. Kohle nehmen wir mit. Kohle, Kohle. Zack. So. Ah. Natürlich. So, Wasser. Wo kommt das denn her? Von da? Direkt da? Na komm hoch. Schwimm, 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 schwimm. Hoch da. So. Zack. Hier geht's nämlich runter. Das ist gut. Aber vorher. Mach ich hier nicht. Oh, hier ist noch Kohle. Jo, die Kohle natürlich aus der Decke. Ist ganz wichtig. Vorhin gar nicht gesehen. Warum? Muss ich ja mitnehmen. Das geht ja gar nichts, wenn die Kohle hier vergisst. So. Oh. Dann hat keinen goldenen Apfel mehr. Ich hätte noch ein paar goldene Äpfel machen sollen. Vielleicht soll ich nochmal zurückgehen und mir goldene Äpfel machen. Habe ich Gold da? Ich glaube, ich habe Gold da. Aber keine Äpfel, ne? Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Bin schon ein bisschen Feigling, ne? Ich habe Angst zu sterben. Ich bin so viel und so oft schon gestorben. Ich habe da keine Lust mehr drauf, einfach. So. Da sind noch Gleise. Also. Und natürlich hier so eine Kackspinnenwebe. Hoch. Mhm. Hier noch was? Wollen wir mal reingucken? Nein, da ist nichts. Nice Erde, nein, das ist nix. Da geht's noch hoch. Oh, wir haben noch einiges. Kohle hier nehmen wir mit. So. Ah, so, ja, stimmt. Ich wollte hier was abladen. Da ist nochmal Eisen da oben. Hopp. Hm. So, aber ich wollte nochmal hier. Dann geht's gleich weiter. Nochmal zu dieser Halle. Da. Um aber eine Kohle einsammeln, wenn es geht. Gegen würde. Das machen wir aber ganz einfach. Jetzt zack. Kiste. So. Stellen hier eine Kiste ab. Hier so. Und dann schmeißen wir das Geraffel rein. Pilze zum Beispiel. Rote Beetesamen. Da halte ich hier. Hier Feuerstein fliegt raus. Kies fliegt natürlich raus, das Theorie fliegt raus. Und dann haben wir hier wieder ein 64er Stack. Das kann raus. Kohle kann ich hier gleich wieder stacken, das ist gut. Das kann man einfach machen. Achso, mein Schwert kann ich auch zusammen schrumpfen. Jo, das andere sind alles wertvolle Ressourcen. Ah, hier die Zäune, natürlich. Holz haben wir auch genug in der Tasche, um zu überleben. Das können wir auch ablegen. Das ist keine wichtige Überlebensressource. So. Alles klar. Sagen wir das hier mal eben ein hier. Und, oh, nein, 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 jetzt nicht. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Bleibt nicht bei einem, kommt gleich noch mehr. Oh, ich höre euch schon kommen. Da. Yeah.
So. Schlepp, 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 schlepp. So. Was sagst du? Soll ich den Gammelfleisch hier noch reinschmeißen? So. Sonst irgendwas? So, dann will ich hier mein Schwert mal eben. Auf 2 macht 1, ne? So. Ein klein wenig besseren Zustand. Und dann brauchen wir nochmal kurz den Crafting Table. Warte mal. Verdammt. So. Crafting Table brauchen wir eben schnell. Dann schrumpfen wir so ein paar Ressourcen zusammen. Ja. Kohle. Kohle wollte ich jetzt mal zum Block zusammenbauen. Nein, die 7 nicht. 7 bleiben bei mir. So. Zack. Geht's? Zack. Stacken wir das so ein bisschen. Da spart ihr noch einen Platz. So. Ist klar. Haben wir das, ne? Können wir sonst noch irgendwas zusammenlegen? Ach ja, diese Redstone wird gleich voll sein. Vielleicht noch mehr, denke ich mal. Können wir auch schon mal zusammenschrumpeln, das Ding hier. So. Na gut, 2 Plätze wird das immer belegen, das ist klar. Na, komm, das hin. Weit aus? Ja, passt genau. Passt genau. Das kommt nicht so oft vor, sowas genau passt. So. Und feinen Bogen lasse ich hier. Oder? Spinnweb lasse ich mal hier. Ne, Fallbogen nicht hier mit. Komm. Falls wir doch mal doch ein bisschen Fernkampf machen müssen. Dann müssen wir vielleicht nochmal Eisen schmelzen nachher. Das schauen lasse ich auch hier. Das ist nicht so wertvoll. Das ist zwar, ja, aber das geht ohne. Achso, das geht nicht. Das kann ich nicht hier lassen. So, das muss mit. So. Überlegen, von wo wollte ich jetzt hingehen? Denn ist noch ein Zombie. Dunkel. Ich wollte runter. Komm her zu mir. Das ist wieder ein Spinnspawn da hinten. Da kommen die schon. Hallo, komm her zu mir. Noch einer? Ne, ich höre noch einen. Wenn einer von hinten kommt. Nein. Noch mehr? Sieht so gut aus. Trau den ja nicht. Hier? Sehe ich nichts. Ich höre sie nur. Das ist das große Licht, ja. Das lästige Wasser ausschalten, so. Leise immer mit. Meine Spinnsporne muss ich ausschalten. Mal Licht machen hier. Ganz wichtig. Den Spinnspawn ausschalten. So. Bevor er mich stört. So. Kann da was kommen? Hm, ja, kann kommen. Mach mal zu. So. Da auch. Oh, ne, da kann nichts kommen, oder? Doch, kann kommen. Zu. Ah, da ist schon einer. Er hängt ein Spinnennetz fest. Na ja, hervorragend. Das ist ja Service. So. Okay, das sind keine Zombies mehr. War's wohl erstmal. Ah, cool. Haben wir. Oh.
Das ist ja ein Geschenk. Ey, cool. Das ist fett. Lapis, Lapis und ein Namensschild. So. Na, das ist ja cool. Und das nehmen wir natürlich mit. Zack, und gleich auch. Gleich auch. So. Man hat gleich wieder voll. Wie geht es hier weiter? Geht es denn hier weiter irgendwo? Nö. Das Kohle. Naja, sind wir im was. Und Licht hier. Nehmen wir die Kohle mit. Oh, da ist die Aufnahmezeit zu Ende. Dunkel. Der Fernseher ist ausgegangen. Warum wird es so dunkel auf einmal? Das ausgehen. So, hier haben wir es geplündert alles. Da oben ist Gold. Ist gut. Hey, was sind denn da? Ich hab hier wie ein Soffener hier. Sag nix. Hopp, runter da. So, hier ist Kohle. Irgendwo ist auch Lava hier. Das höre ich. Spitzhacke. Mhm. Oh, eine Spitzhacke. Da brauche ich erstmal Stickies für, ne? Ich habe gar keine Stickies mehr. Das war schon. Okay. Das ist gut. Dann brauchen wir. Ja, sehr guter Platz dafür. Und was wollte ich jetzt? Eine Spitzhacke bauen. Da brauche ich Eisen. Ich wollte sagen, jetzt habe ich gar kein Eisen mehr. Ich habe aber ziemlich wenig Eisen, muss ich sagen. Nur für eine Spitzhacke reicht das jetzt im Moment gerade. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Dann muss ich mir eben schnell einen Ofen machen. Tut mir ja leid, aber... Ofen machen und dann muss ich hier eben mal... Eisen schmelzen. So. Dann schmelzen wir das mal hier weg hier. So, dann machen wir uns auch noch einen zweiten. Den lassen wir auch einfach stehen hier. Nehmen wir nicht mit. Die nehmen wir nicht mit. Aber wir schmelzen sie hier. Und dann bin ich auch von dieser. Melde ich mich auch an dieser Stelle auch ab erstmal. Wo ist Eisen, Eisen, Eisen? Irgendwo hat Eisen gehabt. Das Eisen. 64, so. Schmelzen wir das zusammen und dann haben wir es. Oh, vorher aber noch voll die Kohle runter hier. Das können wir noch machen nebenbei. So. Mhm. Der kann mal ein bisschen höher machen. Bisher, ich mag beengte Räume nicht. So. So. Nehmen wir es mal Holz mit. Die Dinger hier. Alles mit, alles mit. So. Ja, es dauert jetzt eine Weile, bis das hier alles weg ist. Bis es alles weggeschmolzen ist hier und wir daraus Stahlblöcke machen können und unser neues Werkzeug natürlich. Zusätzlich. So, machen wir die Spinnenweben hier ein bisschen weg. Mache ich mir auch gleich ein neues Schwert, wie ich sehe. Das ist ja auch schon ziemlich runter. Und den Gang mal frei von Spinnenweben. Hier war schon lange keiner mehr. Haben die hier rumgearst, die Spinnen hier. Alter Schwede. Die Kohle oben auch noch runter. Zack. Hab dafür. Und das Holz auch ab hier. Und das um Eisen. Schön.
Funktioniert doch, läuft doch. War noch kein Diamant. Jetzt mal das Eisen hier. Wie weit ist er denn? Ich muss mir mal hier so mein Lager hier markieren. Da ist er. Mhm. Oh, okay, nehme ich immer hier. Natürlich, siehst du wohl. Das habe ich befürchtet. Ah, Spinnenweben kann man hier, wenn man was Schönes machen, glaube ich. Das muss ich gehen. Jupp, zu Vollblöcken. Jawohl. Das geht nämlich auch. So, jetzt haben wir genug Eisen, um eben mal schnell ein Schwert zu craften. Und Spitzhacken. So. Haben wir noch zwei davon. So. Und ein Schwert brauche ich. Ein Schwert hätte ich gerne, bitte. Schwert, zack. Schwer überlegen. Ja, eins reicht. Wenn wir noch eins bauen, wenn wir einen brauchen. Genau. Haben wir auch genug am Start. Okay. Wenn wir hier noch ein Eisen, können wir hier noch reinwerfen. Okay, was haben wir hier noch? Mal Spinnenweben. Hol ich mir das Eisen hier auch noch. Oh. Was ist hier? Das Holz weg. Jetzt bestimmt weiter. Oh, hier ist noch Kohle. Ach du Scheiße. Kohle, Kohle. Was mit? Ist ja all nix. Kohle muss mit. Ah, beim Kopf verkacken ist auch nicht so schlau. Könnte mal schnell ein warmer Aufguss geben, aber scheiß drauf. Hauen wir weg. Die Musik ist auch toll gerade. Mhm. So. Ja, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Müde. So, ich soll langsam zum Schluss kommen. Konzentration lässt nach. So, Lava. Machen wir mit Granit zu. Das auch nochmal. Das auch nochmal Kohle, die wir uns holen werden. Ein paar Mal. Ja, noch nicht tief genug für Diamanten, glaube ich. So ein bisschen von Herr der Ringe die Musik, ne? Das ist aber, ich glaube, es war die Musik von vom Hexer, genau, glaube ich. Sicher, ich habe jetzt mittlerweile noch zwei Spiele, glaube ich, in die Playliste getan. Ich frage mich nicht, wie die jetzt heißen. Ein Soundpaket habe ich von Orchim bekommen. Ja, geht aufs Haus übrigens, es lohnt sich zu gucken, sich einen Orchim-Account zu machen und dann die Gratis-Spiele abzugreifen. Geht aufs Haus. Ist geil. Da sind immer ganz geile Spiele dabei. Ups. Oh, ich bin voll. Bin wieder voll gemüllt. Verdammt. Achso, hier, komm. Ach, hier. Ist egal. Ja, ist Granit weg. Was soll's, was soll's, was soll's. Das können wir uns selber noch holen. Das brauchen wir. So. Wie sieht's hier aus? Das ist schon weg. Geschmolzen alles. So. Na, dann können wir jetzt hier auch gleich einen Block von machen. So, zack. Zack.
Ja, das war es dann schon erstmal wieder. So. Okay, jetzt helfen wir aber jetzt bei den anderen Sachen nicht besonders weiter, ne? Das können wir nochmal kleiner machen. So, zack. Lapis bleibt so. Bringt nichts. Bringt alles soweit nichts. Ja. Ich muss wohl bald was nach Hause bringen. Die Öfen bleiben hier. Coin-Table, das baue ich auch wieder ab. Die muss ich auch bei mir haben. Ich bin schon voll. Ich bin in meinen Taschen voll. Achso, ich habe hier einen Stein hier noch. Die können wir noch abladen. Die können wir gleich reinschmeißen, wenn der Ofen hier fertig ist. So. Da geht es noch weiter. Da geht's runter, da muss man auch noch hin. Da haben wir auch nochmal, das Dunkle, da können wir auch nochmal ein bisschen forschen gehen. Aber da geht's runter, das ist am interessantesten. So. Jo. Ja, stellen wir mal hier hin. So, einigermaßen sichtbar. So. Da schmeißen wir das Gammelfleisch rein. Da schmeißen wir das rein. Eisen bleibt bei uns. Holz bleibt bei uns. Bleibt alles bei uns. Essen auf jeden Fall bei uns bleiben. Da haben wir noch Kohle zu viel. Das können wir noch verarbeiten. Ja. Die Kohle machen wir nochmal. Achso, da brauche ich nochmal den Crafting Table. Komm nicht drum herum. Crafting Table hinstellen. Zack. Und eine Kohle. Hier. Verblocken. Wie man das auch mal nennen mag. So. Das ist auf jeden Fall. Ich muss jetzt wieder Fragen beantworten. Will ich jetzt gar nicht. Ich würde sagen, buddeln ist doch ein bisschen, Kollege. So. So, und antworten. So, so, ja, hast du früh morgen? Ich habe immer früh. Ja, immer früh. Gute Nacht. So, okay, hier ist fertig. Zack. Rein und was habe ich das Stein reingeworfen? Komm, wenn wir die reinschmeißen, dann hat das noch einen Sinn für den nächsten. So, und hier haben wir nochmal zack und dann schmeißen. Das ist noch nicht fertig. Achso, ich habe das ja schon fertig. Ach je, noch nicht fertig. So. Na. Ja. Also, ja. Kein Problem. So. Huch. So, die zwei mache ich noch. Und dann schmeiße ich das Gold auch schon rein, oder? Ne, Quatsch, mache ich nicht. Das mache ich nicht. Hol mir nur die Kohle raus. Dann war es das soweit. Ja, die muss ich mir mal dahin packen, dass ich das zum Hochbauen habe. Also zu überbrücken. So, zack. Alles klar, machen wir. Da haben wir. Das ist ja ein Stein, das ist egal. Ja. Das lohnt sich gar nicht. Mal weg, die Kiste lohnt sich gar nicht. Gammelfleisch haben wir, aber das können wir auch irgendwo hinschmeißen, wenn das dann uns im Weg ist. So. Okay. Ah ja, leider. Gut. An dieser Stelle, ne, wie ihr schon gelesen habt, ich muss ein bisschen schlafen. Ich habe Frühschicht, wie immer. Alles klar. Gute Nacht. Bisschen Kürze. Hä? Ich bin weg. Ciao. Euer Jockel. Ja. Jetzt mal weg. Musik ist schön. Schöne Musik. Gut, aber schade. Schade, aber kein Diamant gefunden. Das müssen wir vielleicht in der nächsten Folge schaffen. Also, ja. In 2-3 Wochen oder so wird ihr dann die Fortsetzung sehen. Keine Ahnung. Weil hier immer zwischendurch andere Spiele kommen. Sims 2, Sims 3,
Und ich wollte ja noch, oh Gott, ich wollte ja auch noch anfangen, hier von DSA ein Spiel zu machen. Das wollte ich ja dieses Wochenende anfangen, aber dann hat der Rechner gestern rumgespackt und ja, bis ich dann wieder hochgefahren habe und so, da war ich dann so ermüdet, dass ich dann auf der Couch eingeschlafen bin und dann ins Bett gewandert bin danach. Ja, alles klar. Gut. Ja, dann habt euch wohl. Wir sehen uns dann in einer Woche, in was auch für immer, wo auch immer, ob es gerade hier in der Mine ist oder in ein Sims-Haus. Das müssen wir dann mal sehen. Alles klar. Ciao. Habt euch wohl und danke fürs Zuschauen und denkt daran, das drückt ja mal ein Like da oder vor allen Dingen abonniert mich und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, müsst ihr auch noch, wie heißt das, die Glocke einschalten. Die Glocke. Genau. Ansonsten kriegt ihr eventuell nicht mit, wenn ich da mal eine Folge raus tue. Alles klar. Ciao. Euer Jockel. Jetzt bin ich aber weg. Tschüss.